Hallo, moin. Herberge oder Hotel? Das ist hier heute die Frage. Ich würde ganz eindeutig sagen, Herberge. Und glaub nicht, dass ich jetzt irgendwie der Herbergstyp bin oder keine Ahnung, ich verbinde es gerade so im Hinterkopf so mit Campen oder sonstigen. Nein, das eigentlich nicht. Ich habe vor meinem Jakobsweg mir gedacht, dass ich auf jeden Fall nicht in Herbergen schlafen möchte und dass ich nur in Hotels und Pensionen und so gehe. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist überhaupt gar nicht so. Auf meinem nächsten Jakobsweg werde ich auch auf jeden Fall die Herbergen nutzen und keine Hotels, weil die Herbergen, die sind einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen, wie ich es mir zumindest vorgestellt habe. Die sind weder dreckig noch kalt noch Tropfsteinhöhlen und voller Ungeziefer und überhaupt, sondern das sind eher. Die sind teilweise viel schöner als die Pensionen. Also ich habe, ich glaube, zwei, drei Pensionen bzw. Hotelzimmer auch ausprobiert auf den Camino Frances und die Herbergen waren wirklich um einiges besser. Man muss sich einfach auch vorstellen, dass es ja sehr viele Herbergen gibt, die werden ja privat betrieben. Also es gibt natürlich auch die kirchlichen, aber die meisten sind auch privat betrieben und die müssen natürlich auch überleben. Das heißt, die können sich das überhaupt gar nicht leisten, dreckig oder sonst irgendwie zu sein. Viele sind sehr, sehr liebevoll eingerichtet und ausgestattet. Das war manchmal echt schön. Also ich habe einige Herbergen gehabt, da wollte ich gar nicht mehr wieder weg. Natürlich gibt es Schlafsäle. Das schreckt wohl auch den einen oder anderen ab, mit ganz vielen Menschen irgendwie in einem Raum zu schlafen. Viele Herbergen haben aber auch Einzel- und Doppelzimmer neben ihren Schlafsälen. Da kann man ruhig mal nachfragen, wenn man so partout nicht mit anderen Menschen in einem Raum schlafen möchte. Ich muss aber sagen, mich hat das am Ende überhaupt gar nicht mehr gestört. Also am Ende eines Tages, ob da noch andere Menschen geschlafen haben oder nicht. Weil wenn du erstmal so viele Kilometer in einem Stück gelaufen bist, dann kommst du in der Regel in der Herberge an. Duscht erstmal, wäscht deine Wäsche, weil man hat ja nicht so viel dabei, man braucht das am nächsten Tag alles wieder. Dann isst man noch was und läuft vielleicht noch mal durch den Ort, wenn man noch die Kraft dazu hat. Und dann sinkst du irgendwann in dein Bett und bist weg. So. Und dann stört es einen herzlich wenig, ob da nebenan ebenso müde Pilger liegen, die dann auch einfach ihre Ruhe haben wollen und schlafen wollen. Also das habe ich überhaupt nicht als schlimm empfunden. Die Schlafsäle, wo ganz, ganz viele Betten sind, das ist wirklich relativ wenig. Ja, nun definiere viele Betten. Viele Betten, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wenn da jetzt wirklich 20, 30 Betten sind, sowas hatte ich, glaube ich, zweimal oder so. Und auch das hat mich nicht gestört. Heißt natürlich nicht, dass es jeden anderen auch nicht stören muss, aber was ich sagen will, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man teilweise auch auf sehr hohem Niveau jammert. Wenn ich manche Blogs sehe, wo dann berichtet wird, ach, das war ja so fürchterlich und ganz schlimm und diese kalten, schmutzigen, dreckigen Herbergen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also gar nicht. Versuch's mal in einer Herberge, versuch's gerne auch mal in einem Hotel und vergleiche dann mal. Ich habe ja auch zwei, drei Nächte in einem Hotel oder in einer Pension verbracht und ich muss sagen, hat sich für mich angefühlt wie rausgeschmissenes Geld. Also ein Pensionszimmer zum Beispiel, das hatte gar keine Fenster. Ich habe es vorab online gebucht, hatte irgendwie 48 € gekostet die Nacht. Und ja, dann kam ich da rein, hatte kein Fenster. Das Zimmer war so klein, dass man die Tür aufgemacht hat und die Tür schon fast das Bett gestreift hat, weil es einfach so eng und so klein war. Ein anderes Zimmer in Pamplona, das war ja ziemlich am Anfang. Da hatte ich ein Hotelzimmer genommen und das hat fast 60 € die Nacht gekostet. Ja gut, da waren auch vier Betten drin, obwohl, naja, okay. Für 60, wenn man jetzt zu viert dort übernachtet, sind 60 € auch wieder okay. Aber das Zimmer hatte kein heißes Wasser. Also es gab zwar ein winzig kleines schmutziges Bad da drin, aber eben nur eiskaltes Wasser und ach, es war. Nee. Meine Erfahrungen sagen, die Herbergen sind wesentlich schöner. Deshalb möchte ich dich dazu ermutigen. Und wenn du schon mal unterwegs warst auf dem Jakobsweg, auf dem Camino Frances und vielleicht die eine oder andere Herberge empfehlen möchtest, schreib es gerne in die Kommentare, damit die anderen, die das hier sehen und lesen, dann
vielleicht mal ausprobieren können. Und ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.